Hallo beisammen, ich bin's mal wieder, Dominik, heute aus meiner schönen Whisky-Ecke. Wer aufmerksam meinen Kanal verfolgt, hat festgestellt, ich habe heute noch ein zweites Video hochgeladen zum Thema Waffenrecht. Auch in dieser schönen Ecke produziert. Den Grund kann man im Video ganz gut erklärt bekommen. Es geht hier nicht einfach nur ums Waffenrecht, sondern um Leute, die eigentlich meinen, sie haben mit dem Waffenrecht wenig zu tun, wenig Kontakt. All denen kann ich das Video nur empfehlen, denn es wird spannend, was momentan der deutsche Staat versucht, unter Nancy Faeser im Bundesministerium für Inneres, an Waffenrechtsverschärfungen durchzuhauen. Also das ist wirklich, ja, wird echt spannend. Ja, aber heute habe ich gesagt, geht es ums Thema Whisky. Und ich habe euch da was mitgebracht. Heute mal wieder ein Thema, mein erstes Mal. Ich sehe gerade, man sieht noch gar keine Musik hier. Ich werde hier mal eine dazustellen. So. Ich habe deshalb zu mir gedacht, ich kombiniere das immer. Musik und Whisky passt ja eigentlich sehr gut zusammen. Ja, wo sind wir heute gelandet? Heute sind wir in Irland unterwegs. Ja, man sieht hier den Dubliner, man sieht hier den Connemara und einen Schotten, Edradour. Zum Edradour werde ich ein extra Video machen. Ich habe nämlich noch mehrere andere Länder hier unterwegs, in Tschechien und auch einen Japaner, zu dem ich euch gleich was erzählen werde. Mein erstes Mal einen Peated Whisky probiert. Und der Peated Whisky habe ich mir gedacht, was soll ich nehmen? Damals blind in meinem jugendlichen Leichtsinn, wo man Whisky noch kaufte unter 30 Euro, und zwar wesentlich unter 30 Euro, besser gesagt meist unter 25 oder 20 Euro. So kam mir damals der Connemara in die Hände. Ich halte ihn mal ein bisschen näher, reflektiert ein bisschen. Eine wirklich schöne Flasche, gelungene Aufmachung. Also ich finde diese Flaschenform total super, diese kompakten mit der eher breiten Schulter und leicht noch geschwungenem Hals finde ich total super. Ein Plastikverschluss oben, allerdings mit einem Naturkorken. Das finde ich super, also Naturkorken finde ich toll. Also alles in allem sehr wertig, sehr hochwertig, muss ich sagen. Das Ganze kommt aus der Kilbeggan Distillery. Ja, und ich wollte damals ein Peated Whisky probieren. Und habe mir diesen gekauft, habe mich für diesen entschieden. Weil jeder, der etwas zum ersten Mal kauft, kauft nach dem Etikett. Nee, ganz einfach. Auf dem Etikett steht Peated und den habe ich jetzt hier drin im Glas. Mal schauen, farblich schönes, naja, oranges Golden würde ich sagen. Eine tolle Farbe. Ein bisschen hell, aber muss ja nichts bedeuten. Ne? Wie legt er sich im Glas an? Er bleibt relativ solide an der Glaswand liegen. Zieht dann so einen leicht zackigen Rand und schwimmt eigentlich sehr, ja, einen langen, langen, dicken, öligen Tropfen nach unten. Dann wollen wir mal schauen, was zeigt er meiner Nase, der Connemara. Ja, also das erste, was mir auffällt, ist tatsächlich eine helle Fruchtigkeit. Ich glaube, der ist noch ein bisschen kalt. Meine ersten Eindrücke damals, kann ich euch auch gleich sagen, ich habe den natürlich relativ, ja, naiv noch probiert. Und meine Freundin fand ihn damals sehr ungeil. Also, die mag ihn auch bis heute nicht. Nicht, weil er rauchig ist, sondern weil er so die, ja, die Perversion von rauchig sein darstellen könnte.
Es ist eine Rauchnote vorhanden, aktuell. Die werde ich aber noch ein bisschen versuchen rauszuholen hier. Denn was mir damals aufgefallen ist, war mein... Ich wusste ja damals nicht, was Peated bedeutet. Ganz ehrlich, ich habe das nicht gegoogelt, ich habe das nicht geschaut, ich habe euch auch nicht im Freundeskreis umgehört, wow, was ist ein Peated Whisky? Klar hatte ich schon mal gehört, so ja, Peated ist eher rauchig. Aber Rauch bedeutete im Englischen für mich Smoked, Smoky oder so. Also habe ich mit Peated nichts viel anfangen können. Ja, also ich habe hier eine hellfruchtige, leicht rauchige Note oder ja, mittlerweile etwas kräftiger rauskommend. Und zwar ist es kein Eichen- oder Buchenholzrauch. Jetzt kommt es langsam. Also im Geruch muss ich sagen, ist er eher angenehm, eher schön. Sehr harmonisch. Alkohol merke ich keinen. Und ich muss sagen, ich habe Alkohol schon, es ist gerade Whisky, schon eine ganze Weile nicht mehr getrunken. Weil bei uns in der Firma ein paar Leute Geburtstag hatten, die geben dann immer Freibier aus und da hatte ich eigentlich auf Whisky keinen Appetit mehr, ganz einfach. So ist es. Also das Bier wird nicht in der Arbeit getrunken, sondern nach der Arbeit auf dem Parkplatz. Da trifft man sich, trinkt ein bis zwei Bier und dann fahren die meisten schon wieder heim. Wer länger bleibt, der hat meistens einen Fahrer dabei. Also es wird hier nichts Illegales gemacht. Ja, jetzt habe ich ihn wieder. Den Geschmack, den ich damals wollte, oder nicht wollte, sondern als ersten fand. Und zwar riecht der Connemara und er schmeckt auch danach, riecht nach verbranntem Bohnenstroh. Also das, was ich das letzte Mal schon erwähnt habe, Bohnenstroh, das ist hier eindeutig vorhanden. Es ist so, es riecht so ein bisschen wie diese Ötje, diese rauchigen, salzigen Erbsen in der Dose, die was man so naschen kann. So ein bisschen danach riecht es. Und das ist auch der Grund, warum dann meine Freundin gesagt hat, nein, den will ich nicht. Der schmeckt ihr viel zu heftig nach diesen Erbsen da, nach diesen geräucherten, getrockneten und gesalzenen Wasabi-Erbsen da. Und ich fand den Geschmack allerdings sehr interessant, also ich kann ihn bis heute nicht schlecht heißen. Ja, da sind sie wieder. Und jetzt hat auch zu dem, was ich dann wieder gedacht habe, Peated, dachte ich mir, kommt von Peas, von den Black Eyed Peas, also nicht von der Musikgruppe, sondern von dem, was es eigentlich ist, und zwar Erbsen, diese mit den schwarzen Punkten, die Erbsen. Das dachte ich damals, wäre Peated. Also aber ich war voll überzeugt, dass das daher kommt, weil das Zeug einfach nach Bohnenstroh schmeckt. Ja, ganz einfach. Es ist... Also im Geruch ist es noch nicht mal so schlimm. Aber es ist eine ganz klare Rauchnote. Also Chris, falls du den noch nicht probiert hast, ich meine den Bavarian Redneck Whisky, Chris, falls du den noch nicht im Glas hattest, schütt ihn dir gar nicht erst rein, weil so viel Rauch willst du gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass du den vom Bohnenstroh magst. Nachdem Artback ja dein Erzfeind ist. Ich glaube mal nein. Dann werde ich ihn noch gleich mal probieren. Was sagen die Schotten oder die Iren? Slantje. Ja, sofort da. Auf der Zunge
ist er für mich zuerst erstmal leicht pfeffrig. Also so eine, wahrscheinlich vom Alkohol bedingt, dieses Prickeln auf der Zunge. Er schmeckt nicht nach Schnaps oder nach irgendeinem starken Alkohol, sondern leicht pfeffrige Note. Und dann kommt es, diese rauchige Erbsennote, die ist im Abgang eine leicht süße, herbe Frucht. Ich kann jetzt nicht sagen, welche. Kurzfristig hätte ich mich auf Quitte gedacht. Ist aber doch ein bisschen, ja, wahrscheinlich durch den Rauch bedingt, ein bisschen herber. Also sagen wir so, eine Quitte, die du in einem Zimmer mit offenem Kamin, der so ein bisschen in die Bude reinqualmt, isst, die könnte ähnlich schmecken, weil die Nase und der Mund, der Gaumen ja immer zusammenarbeiten. Was mir jetzt ein bisschen länger im Gaumen bleibt, ist tatsächlich eine etwas herbe Note, und zwar die vom Rauch. Alles in allem ein interessanter Whisky. Ich mag ihn aufgrund seiner speziellen Note. Mag ich ihn tatsächlich gerne, den Connemara. Kann ihn aber tatsächlich nicht jedem empfehlen. Also das ist schon ein Whisky, da muss man Rauch mögen. Man muss am besten diese Ötje Erbsen da, diese Dosenerbsen, diese getrockneten, möglichst in Masse fressen können. Weil das Zeug, das schmeckt tatsächlich ähnlich. Connemara, ich nehme nochmal ein Schlückchen, um zu schauen. Der zweite Schluck soll ja meistens etwas anders sein im Aroma. Schauen wir mal. Also, auch beim zweiten Schluck ist diese Schärfe nach wie vor vorhanden. Die ist aber nur am Anfang. Klingt relativ schnell ab. Wird dann von einer süßen Rauchnote im Endeffekt überrollt. Also so mehr in die Richtung Lakritz gehend. Ja, ich würde sagen, Lakritz ist fast richtig. Es gibt schärferen Lakritz und es gibt süßen Lakritz, diesen Haribo zum Beispiel. Lakritz, der ist nicht so scharf. Der mit den bunten Schichten da zum Beispiel. Sowas würde ich sagen, ist hier mit drin, so der klassische Bärendreck. Und ja. Ich muss sagen, heute kommt für mich diese Bohnenstrohnote, diese geräucherte Erbse, kommt nicht mehr so stark raus. Also das ist tatsächlich heute nicht mehr so schlimm. Als ich den das erste Mal probiert habe, war das ziemlich heftig. Ist heute relativ ruhig. Entschuldigung. Connemara, ein Whisky, der durchaus interessant ist, der einen schönen Geschmack hat. Ich finde auch verhältnismäßig gut abgestimmt. Also man muss halt den Geschmack mögen. Also es ist ein gut abgestimmter Whisky, schmeckt nicht immer gleich. Und der schmeckt für seine Geschmäcker recht gut. Er hat ein lang anhaltendes Aroma, gerade vom Rauch. Die Süße ist nach wie vor im Gaumen vorhanden. Die bleibt auch gerne ein bisschen länger und wird dann immer herber mit der Zeit. Das heißt, das Süße geht weg, das Herbe bleibt. Der herbe Rauch im Endeffekt, der bleibt gerne. Ich habe noch nichts zu meiner CD gesagt, die ich hier heute stehen habe. Und zwar ist es eine CD von der Gruppe Halloween.
Das sind, glaube ich, Hamburger. So, das ist die CD Pink Bubbles Go Ape. Das war die erste Halloween-Platte, die ich mir gekauft habe, die erste CD von der. Und ich habe die damals in meinem jugendlichen Alter in meinem Zimmer rauf und runter gespielt, bis meine Mutter wieder mal freundlich an die Tür geklopfte und sagte, mach endlich leise den Mist. Das sind Lieder drauf mit relativ unterschiedlicher Intensität, sage ich jetzt mal. Halloween ist eher so Metal-Band. Und da fängt es gleich an mit dem Lied Pink Bubbles Go Ape. Das ist so das Titellied der CD. Da hauen sie ziemlich heftig rein. Es gibt ein Lied, welches ja sehr stark ironisch gemeint ist. Das sind die Heavy Metal Hamsters. Klingt schon lustig, ist es auch tatsächlich. Und endet tatsächlich mit einem Lied, das sehr, sehr ruhig ist, sehr entspannt und gleichzeitig sehr tiefgreifend und ja, melancholisch. Und dieses Lied hat mir in meiner Jugendphase tatsächlich mehrfach geholfen, sage ich jetzt mal. In meiner mentalen, als Jugendlicher, hat man immer wieder mal so dezente Tiefs. Da habe ich das ziemlich intensiv damals per Kopfhörer in meine Rübe gehämmert. Waren mehrere Lieder, klar, nicht nur das eine. Aber das ist halt eins so der melancholischen Lieder, die ich mag. Und ich höre es heute noch gerne, die ganze Scheibe. Weil es halt sehr unterschiedlich ist, weil es halt sehr wirklich von Party und Reinhauen bis hin zu eben diesem ruhigen, melancholischen am Ende kommt. Eine schöne Scheibe, die mich gerne an die 90er Jahre erinnert, an die frühen. Ich weiß gar nicht, von wann die ist. 1991, also tatsächlich die frühen 90er. Da habe ich in meinem zarten Alter damals erst angefangen, eigene Musik zu hören. Nicht nur im Radio zu hören, sondern auch mal mir was Eigenes zu suchen. Mit dem bisschen Taschengeld, was ich damals hatte. also 91 habe ich die nicht gekauft, die ist eher Mitte der 90er Jahre. Aber trotzdem. Ja. Mein erster rauchiger Whisky, Connemara. Und mein Erstkontakt mit Heavy Metal Band, in dem Fall Halloween, eine coole Band, die ich gerne mag. Connemara, nach wie vor ein Whisky, den ich tatsächlich auch mal gerne trinke. Auch wenn der Geschmack zum Teil etwas gewöhnungsbedürftig ist und ich mit rauchigen Whiskys meist nicht so viel unterwegs bin. Ich habe momentan eher die Vorliebe für die Weinfassreifungen. Kann ich offen so sagen. Aber auch rauchige sind durchaus mal gerne gesehene Whiskys bei mir. Diese Box hier, die habe ich von meiner, ich glaube von meiner Mutter bekommen, von meinen Eltern. Wenn ich mich nicht total täusche, zum Geburtstag. Und da ist dieser Connemara mit drin. Da ist auch ein Kühlbecken mit drin, den habe ich auch im Regal stehen. Ich werde die ganze Box mal durchprobieren. Also es wird noch ein, zwei mehrere Videos geben dazu. Aber ihr kennt mich ja. Ich mache sowas nicht täglich und nicht wöchentlich. Auch wenn es den einen oder anderen vielleicht ein bisschen stört, aber ist halt so. Ja, heute Connemara. Heute Halloween. Auch wenn die Jahreszeit nicht für Halloween ist. Wir sind am Anfang des Jahres, nicht am Ende. Aber macht nichts, warum nicht, gell? Ach ja, zum guten Ende des Videos. Ich wollte euch noch meinen schlimmsten Whisky vorstellen. Den werde ich heute nicht probieren, habe ich euch damals schon gesagt. Als ich angefangen habe, Whisky zu trinken, unter anderem auch den Connemara gefunden hatte, gingen wir irgendwann einmal durch den Laden. In der Nachbarschaft, einen sehr großen Laden, den ich jetzt nicht näher benenne.
der so eine Weltkugel im Logo hat. Chris kennt ihn auch ganz gut. Und der Konstantin sind immer wieder dort, weil die eine sehr große Whisky-Auswahl haben. Und damals wurde sehr hoch gelobt japanischer Whisky. Ich weiß nicht, wie es heute ist, damals wurde er sehr hoch gelobt. Und so dachte ich mir, Mensch, probiere ich doch mal einen japanischen. Ein Nikka Whisky. Das ist jetzt ein Whisky, den ich mir damals ausgesucht habe. Klar, wenn man nicht viel Geld hat, greift man nicht ins höchste Preissegment. Ein 40%igen Nikka Whisky von der The Nikka Whisky Distilling Co. Limited. Aroma ist pure and rich, sagt er. Malt 100 Whisky und genannt wird er All Malt. So schaut er aus, die Flasche. Ich hoffe, man kann es richtig sehen auf dem Video. Man sieht, es fehlt tatsächlich was. Und zwar nicht wenig. Weil ich damals das nicht verstehen konnte, dass das so toll schmeckt. Wer diese Flasche haben will, schreibt mich bitte an. Die ist gut verschlossen. Seit ein paar Jahren in meinem Regal unberührt. Ich habe sie heute mal wieder in der Hand, weil ich es euch zeigen möchte. Das ist tatsächlich der schlechteste Whisky, den ich je getrunken habe. Ja, ich war zum Glück mit Konstantin nicht in Ägypten, habe dort die Feinheiten orientalischer Finesse probieren dürfen. Vielleicht hätte ich dann jetzt noch einen, der unterhalb von dem gelagert ist. Aber ich sage mal, von den Whiskys, die ich hier bekommen kann, gehört der ganz klar zu meinen schlechtesten Whiskys dazu. Und das ist jetzt kein Bashing gegen Nikka Whisky oder auch gegen den All Malt. Wie gesagt, wem der schmeckt und wer den haben will oder wer ihn probieren will, weil er sagt, das sowas will ich auch mal kennenlernen, soll mich anschreiben. Ich öffne das jetzt mal. Riechen tut er im ersten Moment gar nicht so schlimm. Ich weiß noch, den haben wir damals probiert und der hat geschmeckt wie Medizin. Also für mich ein Geschmack, den ich überhaupt nicht haben wollte. Vielleicht probiere ich nochmal irgendwann einmal ein kleines Schlückchen, aber eigentlich will ich nicht. Weil es so ein bisschen meinen Geschmacksnerven damals beleidigt hat. Und ich habe keine Lust auf so eine Bashing-Party. Ich habe mein Gläschen damals ausgetrunken, habe beschlossen, die Flasche bleibt zu. Meine Freundin hat den gleichen Gedanken gehabt wie ich. Sie hat das Gläschen damals, ich weiß gar nicht, ob sie es ausgetrunken hat, hat gesagt, nein, den will ich nicht, den mag ich nicht. So ist es. Mein schlechtester Whisky, mein erster rauchiger. Ich habe dann natürlich schon irgendwann festgestellt, dass Peated nicht von Erbsen oder Bohnen kommt. Zum Glück, weil sonst hätte ich wahrscheinlich so schnell keinen anderen probiert. Ich habe es aber tatsächlich festgestellt, indem ich einen anderen Whisky kaufte, der peated ist. Wo ich dann feststellen musste, oh, der ist ja gar nicht, da ist ja gar kein Bohnenstroh vorhanden. Es war, glaube ich, ein Starter Mislibesker damals. Wie man an der Flasche sieht, der wird etwas mehr konsumiert von mir. Meine Deko-Pistole ist umgefallen. Ja, so viel dazu. Was bleibt mir noch zu sagen? Wenn euch meine Videos gefallen, dürft ihr sie gerne meinen Kanal abonnieren. Steht euch frei. Ansonsten kann ich nur sagen, wie immer, Whisky ist zum Genießen da, nicht zum Saufen. Und weil er zum Genießen ist, werde ich den wahrscheinlich nicht mehr probieren. Diesen Schluck hier werde ich noch genießen, weil Connemara für mich durchaus ein Whisky ist, den man genießen kann. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Danke, euer Dominik. Ciao.